Hi und herzlich willkommen bei Photoshop Art. In diesem Tutorial geht es darum, wie wir uns eine Sphäre erstellen. Eine Sphäre in unserem Fall jetzt ist eine Kugel, die so aussieht, als wenn sie schweben würde. Wow, okay. Und dann fangen wir mal an. Zuallererst füllen wir unser Hintergrund mit einem relativ hellen Grau. Okay, das war jetzt etwas wie der Hintergrund von unserer Photoshop-Bearbeitung, Arbeitsplatte, so. Aber egal. Nun erstellen wir uns eine neue Ebene in der Ebenentabelle und wählen uns, wo das Auswahlrechteck-Werkzeug normalerweise ist, das Auswahl-Ellipse-Werkzeug. So. Halten Shift gedrückt und ziehen uns nun ein Kreis. So. Diesen füllen wir nun mit dem Farbcode 3E. Nehmen uns das Füllwerkzeug und füllen das Ganze. Nun wählen wir uns ein helleres Grau aus. Und einmal unseren Farbton wieder 3E. Also so, dass der hellere Grauton die Vordergrundfarbe ist und unsere Farbe von der Kugel die Hintergrundfarbe. So, nun klicken wir Rechtsklick auf das Füllwerkzeug, gehen auf das Verlaufswerkzeug, auf den Radialverlauf und ziehen, müsst ihr je nachdem wie ihr wollt ziehen. Ich ziehe es jetzt mal ja. Okay, so wird das auch nichts. Ach Mensch. So müsste es jetzt genügen. Können nun die Auswahl auflösen, indem wir auf Steuerung D drücken und erstellen uns nun eine neue Ebene und benutzen wir das Auswahl, also die Auswahlellipse, und ziehen uns hier drüber über den helleren weißen Punkt ein Oval. So, füllen das noch mit einer noch helleren Farbe und stellen diese nun auf okay, eben in der Vorbereitung hat es geklappt. Okay, egal. Stellen wir das nun einfach auf Farbton und lösen die Auswahl wieder auf mit Steuerung D. Und nun erstellen wir uns wieder eine neue Ebene, ziehen diese Ebene aber unter unsere Ebene mit der Kugel. Nehmen wieder unsere Auswahl-Ellipse-Werkzeug und ziehen uns hier drunter nun ein Oval oder ein Kreis, der etwas kleiner ist als die Kugel. Füllen dies nun mit Schwarz, heben wieder die Auswahl auf mit Steuerung D, gehen auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe und stellen den Winkel auf 20 Grad ein und den Abstand auf 463. So. Nun sieht das schon aus, als wenn unsere Kugel sozusagen schweben würde. So, nun als kleines Gimmick gehen wir nun auf unsere Ebene
mit der Kugel, erstellen uns hier drüber eine neue Ebene, wählen uns nun eine Farbe aus, die wir gerne haben wollen. Ich nehme jetzt mal ein dunkelrot, gehen auf unser Pen Tool. Oh, da hat schon mein Photoshop was verraten. Und zwar ziehen wir uns jetzt hier Linien drumherum, als wenn es aussieht, als wenn sozusagen eine Lichtschlange drumherum sich bindet oder wühlt oder keine Ahnung. Okay, nun klicken wir hier unten rechts an der Kugel, dann gehen wir ein bisschen weiter hoch und ziehen die Maus jetzt nach oben rechts, so dass sich sozusagen ein kleiner Bogen bildet. Man kann den Bogen je nach Belieben groß machen. Ich mache das jetzt so, dass es etwas mehr an der Kugel anliegt. Gehen nun hier ein Stückchen höher und machen das gleiche, bloß dass wir jetzt nach oben links ziehen. So, gehen wieder ein Stückchen höher und ziehen es wieder ein wenig. Dann wieder ein Stückchen höher und ziehen es wieder ein wenig. So, nun gehen wir auf Pinsel, stellen dies auf 10 Pixel und auf eine Härte von 0. Und unsere Farbe haben wir schon ausgewählt. Gehen nun auf wählen unser Pen Tool aus und gehen nun mit Rechtsklick hier unten auf unseren ersten Punkt, auf Farbkontur füllen, und hier steht Pinsel, drücken auf OK und nun hat er das gefüllt. Gehen auf Ansicht, Einblenden und Zielfahrt. Da wo der Haken ist, da klicken wir einmal drauf und schon sieht man das nicht mehr. So, nun zoomen wir ein wenig näher ran und radieren jetzt einfach ganz einfach die Sachen weg, die wir nicht vor der Kugel haben wollen, sondern so, dass es aussieht, als wenn es hinter der Kugel wäre. So. Ups, jetzt habe ich das wieder eingeblendet. So. So sieht nun unsere Kugel aus. Das können wir natürlich noch alles schön mit einer Schrift versehen. Ich nehme jetzt mal nicht die gleiche Farbe wie unsere Schlange da drum. So. Und siehe da, wir haben unsere Sphäre erstellt mit einem relativ coolen, mit einer relativ coolen Schlange. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen, und falls ihr Anregungen, Fragen habt oder sonstiges, schreibt uns eine Mail, abonniert uns, wir würden uns sehr freuen, und auf Wiedersehen. Liebe Grüße, euer Jake.